Hallo und willkommen zurück bei der Legende Matta von DM. Und Matta von DM, ja, hat sich der Rebellion verschrieben von Fürstin Isolla von Sunnu. Statt Sunnu ist hier, genau wie alles andere, einfach ein bunter Flickenteppich. Das große Königreich Svadien ist am Boden. Und wir möchten uns ganz gerne noch ein paar Sachen rauspicken. Leider ist das nicht so einfach. Denn wir wurden hier an der Burg Derichos, wurden wir hart geschlagen. Oder aufgehalten jedenfalls. Und Sunnu wurde uns auch Felusha, eine andere Perle, die wir im Auge hatten, wurde von unserem langfristigen Erzfeind, dem Kanat Kergit, ja, wurde uns weggenommen. Graf Raffas. Verschwinde hier und lass das Dorf in Ruhe. Okay, wir konnten halt jede Feldschlacht immer wieder gewinnen, aber Uxkal wird belagert. Oh, Moment, Leute. Das ist vielleicht die Chance, auf die wir gewartet haben. Wir haben uns nämlich verklickt bei Uxkal. Wir haben das der Fürstin gegeben. Und wir werden jetzt mal hier gucken. Ja, wir könnten auch hier angreifen. 23 Waffenknechte. Wie viele haben wir denn so? Ne, wir haben gar nicht so viel. Wir könnten jetzt einfach dafür sorgen, dass der Feind Uxkal bekommt. Dann holen wir es uns zurück und dann nehmen wir es als unsere Stadt. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was wir jetzt machen können. Wir werden es jetzt einfach geschehen lassen. Ja, vielleicht können wir noch die ein oder andere Feldschlacht doch noch hier führen. Müssen wir mal schauen. Also heißt es jetzt abwarten. Aber wenn wir die Stadt haben oder halten können, wäre das sehr gut. Wir müssten nur ein weiteres Problem. Probleme. Wir brauchen bald wieder Lebensmittel. Wir bräuchten noch eine Schlacht, ne? Dein Trupp hat nichts zu essen. Es ist soweit, wir haben gut, also was können wir tun? Wir können ja die Zeit nutzen und können uns auf den Weg machen, den guten Fürst Haringott anzusprechen. Wir müssten vielleicht auch dieses tolle Pferd verkaufen. Haben wir noch irgendwas? Nee. Ja. Wir haben eine wirklich absolut überlegende Armee. Die müssen wir nur zum Einsatz bringen. Gegen Waldbanditen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Turnier. Das wird uns wirklich retten. Eine Karawane, aber da sind überall Waldbanditen. Karawanen, aber wir können uns jetzt wirklich keinen Krieg mit irgendwem anderes erlauben. Was sind das für Deserteure? Swadische Milizen. Ja, letzten Endes werden wir das Geld gebrauchen, weil wenn wir das Geld brauchen einfach. Tja. Weil wir einfach Nahrung brauchen werden. Hier sind zum Beispiel 25 Plünderer und 11 Waldbanditen. Ja, die müssen wir uns aber schnappen. Ja, man hat hier so eine große Armee, aber sie bringt einem einfach nichts. Mittlerer Feindtrupp in der Nähe von Uxkal bemerkt. Wir müssen dann gleich nur schnell sein. So, ergebt euch oder sterbt. Wir greifen an, wir nehmen uns das Material, weil wir unsere Truppe jetzt einfach auch mal versorgen müssen.
plündern wir die Plünderer. Sehr schön. Das gefällt mir. Wir plündern die Plünderer. Und dann achten wir darauf. Also die können uns eigentlich an truppentechnisch können die uns nichts geben. Nichts bieten, das Königreich Swadien. Aber die Stadt, wenn die in unserem Besitz ist und nicht im Besitz der Königin, dann hilft das auf lange Sicht dem Kriegsstand viel mehr als alles andere. Okay. Beenden. Ja, die vier Plünderer nehmen wir auch mal mit. Hier die ganzen Waffen. Oh, das Brot geht schon wieder zu Neige. Ich will aber das Pferd nicht verkaufen. Okay. Kein Problem. Wir gehen mal nach Jagarath. Und tauschen diese Plünderermaterialien gegen. Ah ja, da beginnt schon die Schlacht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Kauft Vorräte, die haben nichts. Wir haben nichts mehr zu essen. Schlecht. Aber Uxgal wird belagert. Das werden wir nutzen. Ja, sehr gut. Die haben keine Chance. Ach du meine Güte, was sind denn das hier wieder für Truppen, Leute? Ah, könnte mich aufregen, ey. Jetzt kommen gleich wieder die Arschkrampen von nebenan, die freundlichen Nachbarn. Nicht so ungut. Tut mir leid. Das Kanat Kergit kommt hier gleich wieder an und nimmt mir wieder alles weg. Naja, wenigstens haben wir noch mal Käse gekriegt. Das ist doch mal was. So. Uxkal. Guck mal einer an. Jetzt sind das doch nur noch diese Truppen. So, jetzt sind es nur noch diese Truppen. Und die werden wir ja wohl schlagen können, Leute. Wir belagern die Stadt, bereiten Leitern vor. Wir brechen nochmal die Belagerung ab. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. Nein. So. Und jetzt belagern wir die Stadt. Wir bereiten Leitern vor bis morgen. 8 Stunden. Der Trupp hat wieder nichts zu essen, aber das wird sich ändern, Leute. Das wird sich ändern. Für die Soldaten zum Angriff. Wir sind in der Überzahl. Wir müssten bessere Truppen haben. Wir müssten diese Stadt jetzt einnehmen können. So, ich möchte die Bogenschützen hier wieder aufstellen. Habe ich überhaupt viele Bogenschützen? Nee, ne? Hab ich gar nicht so viel. Ja. Ich hänge fest. Das ist schlecht. Auf jeden Fall schlecht für den Kampf hier. Ach, ich komme hier gar nicht durch, oder was? Ach so. Ich hinge gar nicht fest, sondern es ist nicht vorgesehen, dass man da durchlaufen kann. So. Okay. Unsere Bogenschützen schießen da alles nieder. Aber dennoch wehren sich die Verteidiger wieder mal sehr gut. Man kommt hier nur hier vorne durch, oder was? Okay. Gut, wieder einer weniger, der unseren Leuten da... Okay, sieht doch gut aus. Auch wenn wir mehr verloren haben, als gut für uns, glaube ich, ist. Okay, ich dachte, das wäre ein Feind.
Gut. Nein, ich bin mir sicher, dass ich mich nicht zurückziehen will. Alles klar. Huiuiuiuiuiui, befreite Gefangene haben wir aber ein paar. Das ist gut. Können wir gut gebrauchen. Waffenknecht. Wir lassen mal alle Plünderer frei. Nehmen dann die Waffenknechten, Fußsoldaten und die Milizionäre hier. Okay, wir haben kein Gold mehr. Wir haben nichts. Wir haben kein Essen. Aber wir haben Uxgal. Und jetzt müssen wir aufpassen, Leute, dass wir es nicht wieder der Königin geben. Das wäre unser Tod. Alles mitnehmen, denn wir brauchen Lebensmittel. Unterhaube. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Okay. So. Ich möchte, bitte, meine Dame, ich möchte Uxgal für mich selbst haben. Meine Dame, ihr sollt Uxgal für euch selbst haben. Nun gut, Mutter von dem, ich schätze euren Rat hoch. Ihr werdet Herr von Uxgal. So. Uxgal ist den Truppen in die Hände gefallen. Kontrolliert die Stadt nun. So, jetzt sieht es hier doch schon ganz anders aus. Können hier Truppen stationieren. Wir kriegen Gelder. Wir können Garnison stationieren. Wir können hier Leute reingeben. Wir können mal gucken, ob den Lösegeldhändler hier ist. Sehr gut. Das wird uns helfen, unsere Truppen auf den neuesten Stand zu bringen. Oder noch besser, das wird uns helfen. Lebensmittel werden uns auf jeden Fall helfen. So, ah, guck mal, diese Picke bringt uns doch viel. Ha, gut. Uxgal ist mein. Und ich glaube, die ganzen Ortschaften gönnen wir jetzt auch derzeit. Ich muss es aber gleich nochmal nachschauen. Okay, das ist doch schon mal besser als beim letzten Mal. Wir haben jetzt eine Stadt, die uns Einnahmen beschert. Diese Stadt kann auch nicht einfach geplündert werden oder so. Wir haben jetzt erstmal Brot und Scharmützler, Fußsoldaten nehmen wir auch mal. Scharfschützen, den lassen wir mal hier in der Stadt. Ritter nehmen wir mit. Wir nehmen jetzt nur Ritter mit. Wir nehmen mal 6 und die Waffenknechte. Scharfschützen, Landsknecht, Kavallerie, sardische Rekruten. Und wir sind schon wieder leer. Scharfschützen lassen wir hier. Infanteristen lassen wir hier. Scharmützler, Schwertkämpfer, Karawane machen, Landsknecht, Armbrustschützen bleiben auch mal hier. Rekruten kommen mit. Elite-Schwertkämpfer lassen wir auch mal hier, sodass wir letztlich, ah, den können wir nicht, sodass wir letztlich nur Kavallerie haben. Das wäre schön. Roddock-Scharfschützen haben wir noch dabei. Meisterbogenschützen. Nur Truppen, die wir ausbilden und anderweitiges Zeugs. Okay, ja, wir haben Uxgal und es ist unsere Fahne, die nun darüber weht. Gut. Die Truppenstärke ist jetzt nicht so groß hier, aber vielleicht können wir damit Leute anlocken. Leute, die uns Geld bringen. Und die Ortschaften. Ich guck mal gerade Charakter. Achso, guck mal, ich bin von allem der Lord. Und deswegen können wir uns das wöchentliche Budgetbericht angucken. Das sieht auch besser aus schon mal. Deserteure. Die schnappen wir uns auch noch mal eben. Denn das Geld brauchen wir, um unsere Truppen abzugraden. Aber wir sind schneller. Och, jetzt reite doch nicht so weit immer, ey. Ah, die hauen so weit immer ab. Okay. Na komm, jetzt aber.
Jetzt aber. Ach Mensch, wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr es bereuen, die Armee verlassen zu haben. Ach, okay. Da habe ich was vergessen. Okay, passt auf. Wir sammeln uns einmal kurz. Und jetzt kann es wieder losgehen. Sehr gut, ein bisschen Zeug können wir gut gebrauchen. Wir brauchen jetzt wieder Dinare. Das ganz ohne Plündern, ne? Möchte ich mal anmerken. So, supi. 85 Dinare haben wir gerade. Das ist doch toll. Sind wahrscheinlich Talwert gleich hier angegriffen, oh, das, was am weitesten weg ist. Aber okay, kein Problem. Sitzen hier aus. Nehmen wir die mit. Ach, bringt uns ja alles nichts. Ja, aber wir können ja schon mal ein bisschen Zeug hier lassen. 13 Dinare, 14, 17 Dinare nehmen wir schon mal wieder mit. Ist doch super. Mensch, geht doch bergauf hier. Sollen wir Jagara überfallen? Nein, wir werden die Truppen brauchen. Wenn wir jetzt einen geregelten Geldfluss haben, können wir das auf jeden Fall gleich gebrauchen. Besuch die Schenke. Ich könnte auch mal in die Arena eigentlich gehen. So, 60 wieder. Hallo, es geht doch bergauf, Mensch. Trupp. Sardische Milizen, Fußsoldaten, Waffenknechte, Karawanenwachen. Naja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Wir stationieren mal den einen sardischen Waffenknecht nehmen wir mit und die restlichen Fußsoldaten stationieren wir mal in der Stadt. Was haben wir denn noch? Rekruten, die nehmen wir alle mit. Scharmützler, die lassen wir auch mal in der Stadt. Ja, und ein Landsknecht, Schwertkämpfer, den lassen wir auch mal in der Stadt. Gut, jetzt haben wir hier zwar eine kleinere Truppe, aber eine beweglichere. Die wir dafür nutzen, um... ja, wir können auch mal hier unseren Leuten eigentlich mal sagen... Sein des Reiches, ich will den Feldzug beenden... weil unsere Truppen bringen uns hier nichts. Also das können wir den unseren Lords hier dann immer sagen, dass wir die Truppen nicht benötigen oder so. Wir gehen mal in den Wald und gucken mal, dass wir ein paar von den schönen Banditen zur Strecke bringen. Ja. Andere Möglichkeit sehe ich auch gerade nicht. Da verehrt einer Talwert. Das ist das Waldbanditenlager, aber wir nehmen uns Graf Despin vor. Wir müssen jetzt so ein bisschen wirtschaften. Wir sind schneller und wir haben mehr Truppen. Unglaublich, aber wahr. Ja, wir gucken mal, ob sich Graf Despin doch jetzt wieder mittlerweile anschließen möchte. Aber viel können wir ihm natürlich nicht bieten. Ne? Was kommt da? Waldbanditen 40 Stück. Nein, scharf auf eurem Ruhm. Privat. Achso, okay. Ja, dann kämpfen wir doch, ne? Schauen wir doch mal, was es da so gibt. Ich habe schon wieder vergessen, umzupacken.
Erinnert mich doch bitte daran, das zu tun. Bei nächster Gelegenheit. Ja, wir haben Ritter, wir sind cool, wir sind Matter von Dirhem. Und du bist nur so ein popliger Graf, der seine Rodok'schen Besitztümer verloren hat. Leider nicht an uns. Aber du hast auch ein paar Reiter, ne? Sehr schön, jetzt habe ich meine Leute sehr gut behindert. Da werden bestimmt noch ein paar mehr gestorben. Was haben wir hier so? Na, da ist ein Waffenknecht. Okay. Ist im Weg. Die hauen und stechen. Ja, mit Uxgar können wir zufrieden sein. Sollten wir es doch schaffen, wieder finanziell auf den grünen Zweig zu kommen und doch noch Burg Decheros erobern, dann macht es doch Sinn, das einem anderen Lord zu geben. Okay. Tja. Ein Waffenknecht, super. Okay. Ja, wir nehmen natürlich das ganze Zeug. Oh, Leute, wir sind hier wieder fast am Limit. Okay. Ah, hier sind noch... Nee, die schaffen wir nicht mehr. Wir reiten mal lieber wieder zurück, denn ich bin mir sicher, dass wir gleich an einem anderen Dorf noch hin müssen. Okay, jetzt ist der Waffenstillstand zwischen Nords und Swardien wieder ausgelaufen. Vorbei. Jalfer. Oh, hier sind sie schon unterwegs, die Geier. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht, Leute. Ich wollte Truppen rekrutieren, ich habe aber nicht genug Geld und deswegen möchte ich Vorräte kaufen. Wir tauschen mal hier was Schönes ein. Brot haben wir ja noch ein bisschen. Gut. Das machen wir mal. Wir pennen auch mal bis morgen und dann schnappen wir uns noch dieses Waldbanditenlager da vorne. Das ist im Moment wichtig. Das Versteck greifen wir mal an. Was haben wir hier so an Truppen dabei? Niemanden, nichts, was mir ein Schild... Na gut, die Bäume sind noch da, ne? Oder ich nehme einfach mein Schild und dann wechsle ich auf eine Waffe. Na, wisst ihr was, Leute? Kommt mal her. Nee, ich will nicht, dass ihr euch da jetzt... festlauft. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will mal, dass ihr hier hingeht. Hier hingeht. Was ist denn der? Bandit. Und angreift. Ah, toll. Hatte ich beim letzten Mal irgendwann mal gezählt. Ungefähr 14, da haben wir ja schon mal die Hälfte. Okay, kommt mal mit, alle Mann. Wie gesagt, keine Lust, irgend so ein Mister abzu. Okay. So, dann könnt ihr da jetzt doch mal wieder angreifen. War schon mal so gut wie 10.
im Leben noch. Dann nehme ich mir die mal vor. Oh, nochmal 10 Feinde, ey. Ihr habt's auch nicht mehr alle, ey. Okay. 18. Mhm. Ich glaube, ihr seid näher an dem, ne? 2 auf den, 2 auf den. Und du bleibst da stehen und schießt. Okay. Dann gehen wir auch noch auf den. Ah, ne, kommen wir sogar entgegen. Sind ja gerade wieder neu gespawnt. Könnte sein. Ist da oben auch noch einer? Ja, ne? Oder hier? Okay. Geschafft. Gut. Schade, dass wir keine 1000 von irgendwem dafür kriegen. Aber das Zeug muss auch reichen. Und wir haben ein bisschen Lebensmittel wieder. Das ist doch auch gut. Und super wichtig. Jupp, 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 jupp. Alles klar. Wir packen uns jetzt einfach mal voll mit Zeug. Und dann, ich glaube, irgendwas wurde jetzt gerade noch belagert. Aber erstmal haben wir ein bisschen Zeug. Ne, irgendwas? Ne, okay. Gehen wir erstmal zurück nach Uxkal. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner macht. Wer kennt's noch? Naja, wir verkaufen die Sachen in der nächsten Folge. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.